Herpes. Herpes, 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 Herpes. Eine echte Geißel unserer Zeit. Die einen haben damit fast nie zu tun oder meinen das zumindest. Die anderen werden super oft und teilweise schwer und lebensbeeinträchtigend damit gequält. Was sind das eigentlich für Viren? Wie kommt man daran? Und viel wichtiger, wie kannst du so mit ihnen umgehen, dass sie möglichst keine Belastung für dich darstellen? Und wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und am besten, wenn du meinen Kanal abonnierst. Viren sind irgendwie schräge Existenzen. Virologen bezeichnen Viren nicht als Lebewesen. Und doch schaffen sie einen Stoffwechsel und vermehren sich. Nur bewerkstelligen sie das nicht aus eigener Kraft. Viren sind ein Eiweißbündel, mal mit Hülle und andere ohne, die in ihren Eiweißen, also ihrer RNA oder DNA, nur die Pläne für die Energiegewinnung und Vermehrung mitnehmen. Sie reisen also mit kleinstem Gepäck und damit in andere, also auch unsere Zellen, eindringen und diese Zellen dann als ihre Sklaven umfunktionieren. Die Zellen tanzen dann nur noch nach der Viruspfeife, bis sie erschöpft und kaputt sind. Die in ihnen vermehrten Viren werden dann freigesetzt und befallen andere Fremdzellen und so weiter. Es gibt tatsächlich 200 bekannte Herpesvirusarten, von denen aber Gott sei Dank nur 9 den Menschen infizieren können. Das reicht schon. Zu diesen humanen Herpesviren gehören das Herpes-Simplex-Virus Typ 1 und 2. Sie machen die bekannten Herpesbläschen vorwiegend an den Lippen, der Nase, können die Augen befallen, auch die Ohren und an den Genitalien. Das Varicella-Zoster-Virus, verantwortlich für die Windpocken und später die Gürtelrose. Dann das Epstein-Barr-Virus, auch bekannt als Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers oder auch Kissing Disease genannt. Das Zytomegalie-Virus, das Herpes-Virus Nummer 5, das schwere Entzündung des Gehirns hervorrufen kann. Dann das humane Herpesvirus 6a, 6b und 7, von denen 7b 3-Tage-Fieber hervorruft. Und das Kaposi-Sarkom-assoziierte Herpesvirus, besonders gefürchtet bei stark immungeschwächten Patienten, die dadurch bösartige Zellneubildung des lymphatischen Endothels der Haut und der Schleimhäute sowie der inneren Organe bekommen können. Diese Viren kennt die Menschheit schon ewig. Sie sind so gut an unsere Abwehrmechanismen und unseren Stoffwechsel angepasst, dass sie leider aus uns nicht mehr wegzudenken sind. Ich wage zu behaupten, dass es niemanden in unseren Breiten gibt, der kein Herpesvirus irgendeiner Art in sich trägt. Für Naturvölker und Stämme, die isoliert leben, kann ich natürlich nicht sprechen. Die meisten kennen die nervigen Lippenbläschen, können sich erinnern, dass sie mal an Pfeifer erkrankt waren oder wissen von Windpocken aus ihrer Kinderzeit. Viele wissen noch nicht einmal mehr davon oder können sich an irgendeine dieser Krankheiten jemals erinnern. Was bedeutet das nun eigentlich für jeden von uns? Zuallererst, sich vor einer Herpesinfektion zu schützen, geht eigentlich nicht. Wenn du in dem Alter bist, in dem du dich für dieses Thema interessierst oder damit beschäftigen kannst, ist es in der Regel schon zu spät. Und als Eltern kannst du dein Kind auch nicht davor schützen, weil es einfach jeder hat. Herpesviren werden über Körperflüssigkeiten übertragen, als Tröpfcheninfektion oder akut auch über die Flüssigkeit in den Hautbläschen. Das Zytomegalie-Virus zum Beispiel kann in Tränenflüssigkeit, Speichel, Urin, Genitalsekreten, Blut sowie in Muttermilch nachweisbar sein, auch außerhalb einer Infektion. Du kannst oder möchtest auch nicht vermeiden, dass du küsst oder Sex hast oder irgendeinen anderen persönlicheren Umgang mit anderen Menschen. Und selbst das würde dich nicht sicher vor einer Übertragung schützen. Ich möchte keine Angst vor anderen Menschen machen. Die wurde über die Corona-Maßnahmen schon genug gefördert. Wir sollten nur erkennen, dass wir nicht in einer sterilen Umgebung leben, was übrigens auch nicht gesundheitsfördernd wäre. Und wir viele Lebensformen in uns herumschleppen, von denen wir viele brauchen, manche tolerieren können, andere lieber nicht hätten und wieder andere uns in bestimmten Situationen richtig belasten. Das ist nun einmal so. Wir sind ein Biotop, das gepflegt werden will und kann, sodass es dann auch gut funktioniert. Gegen Windpocken gibt es übrigens einen Impfstoff, entweder in der Kombi mit Masern, Mumps, Röteln oder als Einzelimpfstoff. Und es gäbe einen Impfstoff für Menschen ab 50 oder 60 gegen den erneuten Virusausbruch als Zosterimpfung. Wie sinnvoll das ist, darauf komme ich später noch. So, ich habe bereits darauf hingewiesen, dass wir alle mehr oder weniger Hotel spielen für einen oder auch mehrere dieser Herpesviren.
Warum merken das nun einige immer wieder und andere nicht? Wo bleiben denn diese Viren im Körper? Warum werden sie nicht von unserem Immunsystem besiegt? Und gibt es nicht Medikamente dagegen? Die Herpesviren 1 und 2 verursachen nervige, schmerzhafte und störende Bläschenbildung im Gesicht und an den Genitalien. Die einen haben mehr hier, die anderen mehr damit Probleme. Theoretisch können beide Virusstämme an beiden Orten auftreten. Die Viren nisten sich an den tiefer im Gewebe liegenden Nervenknotenpunkten ein und machen es sich dort gemütlich. Das ist am Kopf der Hirnnerv Nervus trigeminus, genauer die sensorischen Neuronen des Trigeminusganglion. Dort sind sie für unser Immunsystem unerreichbar. Dessen Ausläufer, wie du hier siehst, zum Auge, zur Nase und zu den Lippen gehen. Bei einer unkontrollierten Vermehrung breiten sich die Viren entlang dieser Nervenbahnen aus und klettern dann quasi am Ende in die Haut mit dem bekannten Ergebnis. Das Gleiche geschieht eine Etage tiefer an den Genitalien. Wobei da das Virus an Ganglien, also Nervenknotenpunkten am unteren Wirbelsäulenbereich bleibt und da auf die Gunst der Stunde wartet. Es benutzt die Nerven also wie eine super Infrastruktur zur Verbreitung. Super ist die Infrastruktur auch, weil sie hier so schlecht für das Immunsystem und mögliche Medikamente angreifbar sind. Clever, ne? Allerdings leiden die Nerven im akuten Stadium unter der Virusvermehrung und es kommt zu den typischen, so unangenehmen, plötzlich einschießenden Schmerzen. Auch zum Beispiel das Windpockenvirus hat solche Mechanismen. Nach der Erstinfektion, wenn du wieder gesund bist, sind die Miststücke nicht einfach besiegt und weg. Nein, nein, sie ziehen sich zurück in das Rückenmark deiner Wirbelsäule. Stell dir Folgendes vor. Wenn die Wirbelsäule einmal quer aufgeschnitten würde, sieht das Rückenmark aus wie ein Schmetterling, der seine Flügel ausbreitet. An den Flügelspitzen, die zu deinem Bauch ausgerichtet sind, treten die Nerven aus, die für Bewegung notwendig sind, die motorischen Nerven. Aus den Flügelspitzen zum Rücken hin, man nennt sie auch die Hinterhörner des Rückenmarks, treten die sogenannten sensiblen Nerven aus, die für Empfindung und Wahrnehmung der Haut empfindlich sind. Genau dort, in den sensiblen Hinterhörnern des Rückenmarks, wohnen die Herpes-Zoster-Viren und wandern dann, wenn ihre Wächter deines Immunsystems schwach werden, entlang dieser sensiblen Nerven in das umliegende Hautgewebe. Da das Gott sei Dank meistens nur in Höhe eines Wirbels geschieht, ist das Areal, was befallen ist, bei einer Gürtelrose sehr begrenzt. Jedes Wirbelsegment innerviert einen bestimmten Hautbereich, auch als Dermatom benannt, der dann befallen wird. Wenn der Spuk vorbei ist, sind die Viren wieder brav im Rückenmark oder in den Nervenganglien und machen erst einmal nichts mehr, bis ein neuer günstiger Moment eintritt. Dieser Mechanismus gilt für alle humanen Herpesviren, ob es Nervenganglien, Rückenmark, Lymphozyten oder andere Gewebe sind, wo sie sich einnisten. Die Beschwerden reichen von akut einer Schwellung und komischem Gefühl an der Lippe über schwere lebensgefährliche Hautausschläge mit zum Teil schweren Nervenschmerzen, Lähmungen, Empfindungsstörungen, Schwindel, von Müdigkeit bis hin zu Fatigue, Immunschwäche, schweren Entzündungen des Gehirns und sogar auch der Entstehung von Krebs. Das Virus greift ebenso stark in den Zellstoffwechsel und besonders in die Vorgänge der Mitochondrien, unserer Energiekraftwerke, ein. Das kann am Ende zum Absterben der Zelle führen. Es kann aber auch passieren, dass wenn die Mitos zu stark geschädigt sind, diese sogenannte Apoptose, also der kontrollierte, von den Mitochondrien kontrollierte Zelltod, nicht mehr möglich ist und es dann eventuell zu einer Entartung der Zelle kommt und das ist eben die Basis der Krebsentstehung. Das Fiese ist, dass die akuten Schübe plötzlich wie aus dem Nichts im Laufe des Lebens kommen können durch Jahrzehnte still in dir wohnende Viren. Und oft weiß man vielleicht gar nicht, dass zum Beispiel die Schwäche, der immer wiederkehrende Schwindel, die Müdigkeit, die fehlende Belastbarkeit mit einer schlecht gemanagten Herpesbelastung zu tun hat. Ein Beispiel. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen Medikamente bekommen, die eben das verrückt spielende Immunsystem stark dämpfen sollen, damit es den eigenen Körper nicht mehr angreift. Einige dieser sehr stark wirkenden Immunsuppressiva
weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei eventuell bestehender Zytomegaliebelastung eine gefährliche Entzündung des Gehirns durch diese Viren entstehen kann, eine Reinfektion, weil das Immunsystem durch das Medikament auch die Wächterfunktion für wirkliche Gefahren nicht mehr ausreichend wahrnehmen kann. Nach Organtransplantationen oder bei heftigen Krebstherapien kann bei nachgewiesener Viruslast vorsorglich ein Virostatikum gegeben werden. Immer mehr rückt neben der antibiotischen Prophylaxe, also gegen Bakterien, auch die antivirale in das Blickfeld der Mediziner. Und das ist auch die Ursache für die immer wiederkehrenden Ausbrüche aller Herpesviren, ein nicht gut funktionierendes Immunsystem. Also ist eine Möglichkeit, die Herpesviren möglichst 24/7 unter Kontrolle zu halten, alles, was dein Immunsystem dämpft, zu meiden und deine körpereigene Abwehr in seiner Funktion optimal zu unterstützen. Was können mögliche Belastungen deines Immunsystems sein? Psychischer und physischer Stress. Das können seelische Belastungen am Arbeitsplatz oder in der Beziehung sein. Genauso wie individuell zu viel Sport oder körperliche Anstrengung. Ich sehe so viele Leistungssportler, die ständig die Herpesausschläge an der Lippe haben. Sport ist super, aber achte auf die Signale deines Körpers, wie viel und welche Belastung dir gut tut. Und viel zu viel Sonne ist auch ein Thema. Ab circa einer Dreiviertelstunde Sonnenexposition kann Sonne das Immunsystem dämpfen. Und für manche ist die Menstruation oder auch Ekel ein Faktor. Dann natürlich andere akute Erkrankungen und Fieber, die dein Immunsystem schon stark in Beschlag nehmen. Andauernde stille Entzündungen wie Herde im Kiefer oder in den Zähnen, Parodontitis auch an ganz kleinen Stellen, ein trauriger Darm und zu starke Belastung über WLAN rund um die Uhr, Belastung mit Schadstoffen in der Luft und Wasser und unserem Essen und Medikamente und Impfungen nicht zu vergessen. Du kannst dein Immunsystem natürlich nicht nur gezielt entlasten, sondern auch zusätzlich stärken. Möglich ist das zum Beispiel mit ausreichend Mikronährstoffen. Ich weiß, ich wiederhole mich und manchen kommt das Thema wahrscheinlich zu den Ohren heraus. Aber es ist einfach auch mit das A und O für eine gute Funktionalität des Stoffwechsels. Unter solchen Belastungen ist der Bedarf an Mikronährstoffen deutlich erhöht. Besonderen Fokus kannst du hier auf einen gesunden Vitamin-D-Stoffwechsel legen mit allen Kofaktoren. Außerdem viel, viel Vitamin C und Zink und Selen. In diesem Video gebe ich dir eine Übersicht. Eine zuckerarme Ernährung reich an frischem Gemüse ist wichtig und möglichst viele Produkte aus biologischer Landwirtschaft, da die vielen Pestizide, Herbizide, Insektizide und Fungizide und so weiter mitgegessen werden und total ungesund für uns sind. Mit den sogenannten Heilpilzen kann man ebenfalls einen sehr positiv stärkenden Effekt auf die immunologische Stabilität bewirken. Hierbei funktionieren sogenannte Adaptogene, also quasi eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen dieser Pilze, normalisierend auf das Immunsystem. Das heißt, sie stärken bei Unterfunktion des Immunsystems und dämpfen bei überaktivem Immunsystem, wie zum Beispiel bei Allergien oder Autoimmunerkrankungen. Bei Herpes besonders gut sind Chaga, Coriolus, Cordyceps und Reishi geeignet. Diese Heilpilze müssen einschleichend dosiert werden, also nicht gleich mit der vollen Dosis beginnen, wenn du noch nie so etwas eingenommen hast. Sonst kann es schon mal zu Hautreaktionen kommen, zum Beispiel wenn du gleich mit der Tür ins Haus fällst. Mit einer individuellen homöopathischen Behandlung kann man die Schwere und Häufigkeit auch gut behandeln, bis zur vollständigen Remission, je nach krankheitsunterhaltenden Belastungen. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass die Aminosäure Elysin die Vermehrung der Viren hemmt und damit sowohl die Attacken in der Häufigkeit als auch in der Schwere und Dauer deutlich reduzieren kann. Dazu sollten 3x täglich 1 Gramm eingenommen werden. Elysin ist der Gegenspieler zur Aminosäure Arginin. Beide sind wichtig für uns. Eine erhöhte Einnahme von Elysin alleine frühzeitig und während einer Attacke kann aber sehr gut helfen. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass dein Organismus so belastet sein kann, dass all diese guten Hilfen nur noch wenig ausrichten können. Ich habe selbst totale Probleme gehabt, war nicht belastbar. Am schlimmsten traf mich Sport in der Sonne. Dann hatte ich Schmerzen auf einer Gesichtshälfte, manchmal auch Lippenbläschen, war fast eine Woche wahnsinnig schlapp, bis sich so nach und nach alles wieder normalisiert hat.
Erst nach einer Zahnsanierung, während der ich den Rest Amalgam und die anderen Goldinlays herausbekommen habe. Dazu noch eine umfangreiche OP an den Kieferstellen, wo die Weisheitszähne mal drin gesteckt hatten, die allesamt zu Nikos geworden waren. Erst danach, unmittelbar, war ich wie ausgewechselt. Dazu hatte ich sowieso schon mit Nahrungsergänzungsmitteln gut supplementiert und sehr gesund gegessen. Aber das Ausschlaggebende waren diese beiden Zahnarzttermine, die an sich zwar sehr anstrengend waren, mich aber total entlastet haben. Dann gibt es ja noch antivirale Medikamente und die Zoster-Impfung. Antivirale Tabletten sind eine Notfallmedikation bei Gürtelrose oder bei schweren Herpesausschlägen. Hier müssen gerade Menschen mit atopischem Ekzem im Gesicht sehr vorsichtig sein, weil sich über die geschädigte ekzematöse Haut der Herpesbefall gefährlich groß ausbreiten kann. Auch bei Herpes im Auge, tief im Ohr oder der Genitalien wird je nach Schwere mit Tabletten therapiert. Ob die Herpescremes etwas bringen, muss jeder für sich selbst ermitteln. Fakt ist aber, dass du nicht bei jedem Lippenbläschen Tabletten nehmen kannst. Das würde den Körper viel zu sehr belasten. Eine Impfung, die einem Kleinkind oder Baby gegeben wird, kann vor einer Ansteckung schützen oder die Ersterkrankung in ihrer Ausprägung deutlich erleichtern. Da sie halt auch vor einer Ansteckung schützen kann, ist sie eventuell sinnvoll. Die STIKO empfiehlt sie halt. Was aber klar ist, der Impfstoff für über 50-Jährige sollte keine allgemeine Alternative zu all den Maßnahmen sein, die ich eben erwähnt habe. Zu diesem Zeitpunkt ist das Virus ja schon in deinem Körper und dieser Impfstoff soll nur einen Ausbruch verhindern oder ihn abmildern. Aber auch hier gibt es Menschen, die von der Impfung profitieren können. Trotzdem, auch und gerade bei älteren Menschen gilt, das Wichtigste ist, dein eigenes Immunsystem bestmöglich zu unterstützen und zu entlasten, weil es allein durch das höhere Lebensalter schwächeln kann. Und hier bekommst du noch einmal eine Übersicht über alle möglichen Maßnahmen. Ich verabschiede mich schon mal und sage alles Liebe, deine Sabine und danke fürs Zuschauen.